Die meisten vierjährigen Jungs spielen mit Spielzeugautos, Star Wars-Figuren oder Bausteinen. Paul dagegen spielt bei jeder Gelegenheit Kontrabass. Ein Instrument, das Kinder normalerweise erst mit 10 Jahren lernen. Und Paul liebt Rockmusik. TNT, der Rockklassiker. Sein Lieblingslied auf dem Kontrabass. TNT. Paul Lange aus Lübeck. Gerade 4 Jahre ist er alt geworden und schon ein richtiger Rocker. Wer ist deine Lieblingsband? TNT Dynamite. TNT Dynamite. Haben die auch einen anderen Namen als TNT Dynamite, die Musiker? Ja. Wie denn? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also wenn du die als weiß ich nicht ankündigst, dann verkaufst du keine Tickets. AC/DC. Ja, AC/DC, genau, ne? Leise Töne sind seine Sache nicht. Auch bei Jazz geht der kleine Knirps richtig ab. Musik auf dem Kontrabass, für Paul ein Kinderspiel, für seine Eltern, selbst Musiker, ein großer Grund zur Freude. Wir sind natürlich total stolz, wie Paul gelernt hat, dass er total gut hört, dass er sehr gerne spielt, dass er auch viel nach Noten spielt. Und ja, man ist einfach sehr, sehr glücklich. Gerade ich als Musiker bin natürlich stolz wie Oscar. Schon als kleines Kind klimperte Paul auf Papas Gitarren. Als Zweijähriger entdeckt er den Kontrabass. Auslöser 2 Straßenmusikanten in Lübecks Innenstadt. Er bekommt einen Kinderbass und beginnt mit dem Unterricht. Da ist er 2,5. Heute spielt der Jazzklassiker und gibt den Ton an. Ein Showtalent, ganz klar. Super, sehr gut. Prima. Ja. Machen wir noch eins? Ja. Ich habe noch nie erlebt, dass Paul sagt, er will keinen Bass spielen. So. Also er hat auf jeden Fall auch besonders Talent und diese Aufmerksamkeitsspanne, die er hat, ist unglaublich. Er hat schon viel Musikalität einfach im Körper. So. Ja, er ist sehr kreativ. Ich weiß auch nicht, an Paul ist eigentlich alles besonders. Paul beeindruckt nicht nur seine Lehrerin und seine Eltern, sondern auch die Jury von Jugend musiziert. Mit nur 3 Jahren nimmt er an dem Wettbewerb teil als jüngster Teilnehmer und macht prompt den ersten Platz. Und jetzt Pause. Das Wettbewerbsbüro hat das erstmal angerufen bei uns und hat gesagt, sag mal, das kann doch gar nicht sein, das ist doch bestimmt ein Irrtum. Das haben wir dann aufgeklärt. Die Liebe zur Musik ist da. Kaum ein Tag, an dem Paul nicht den Bass zur Hand nimmt, ohne dass ihn jemand dazu zwingen muss. Und doch, die Eltern sind vorsichtig. Ich habe vor allem immer die Bedenken, dass der Druck nicht zu groß wird. Also, dass ich immer denke, es muss möglichst spielerisch sein, solange er noch so klein ist. Und die Hauptsache ist, dass er Spaß hat bei allem. Paul wird sicherlich weiter ordentlich auf die Pauke hauen. Zum Geburtstag wünschte er sich ein Schlagzeug. Das Ende vom Lied ist das sicher nicht. Echt stark. So, für heute war's das von uns. Wir sind ab Montag wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie an der Stelle meine Kollegin Lissy Ischak. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend. Tschüss, machen Sie's gut.